Im Gegensatz zu meinem Film und Musik und ähnlichem Geschmack bin ich bei Computerspielen im Frieden damit, wenn man mich als Mainstreamer bezeichnet, denn tatsächlich spiele ich noch nicht sehr lange, wie die meisten bestätigen können, die meine Let's Plays gesehen haben, und bin immer wieder erstaunt, welche Indie-Spiele es gibt und ähnliches. Heute ist allerdings etwas ganz Besonderes passiert, denn als ich die Angebote bei Steam durchstöberte, um zu sehen, was auf meiner Wunschliste gerade billiger ist, kam ich auf die verrückte Idee, doch einmal zu gucken, was sich hinter der riesigen Zahl verbirgt, die hier am Ende der Seitenzählung zu sehen ist. Und tatsächlich stoße ich bei den letzten Angeboten, wahrscheinlich sortiert nach Beliebtheit oder ähnlichem, bei den letzten Angeboten der Angebote auf Titel, von denen ich noch nie gehört habe, die anders aussehen als alle Spiele, die mir normalerweise angeboten werden. Mosquitoes and Zombies, Donald vs. Martians, eine Menge Spiele über einen Mann namens Hentai, wer auch immer das sein mag. Kurz gesagt, ich wurde neugierig und beschloss, Folgendes zu tun. Ich werde diese ganzen geheimnisvollen Spiele, von denen ich noch nie gehört habe, durchstöbern und einige Titel auswählen, die bereits vor der Ermäßigung preislich unter einem Euro liegen und jetzt sehr, sehr erschwinglich sind mit 39 Cent. Ich werde Spiele raussuchen, die mich neugierig machen aufgrund des Titels und der Optik, vor allem aber die nicht einfach nur billige Jump-and-Run-Spiele sind, billige Puzzle-Spiele, billige Shooter oder ähnliches, sondern die, von denen ich glaube, dass sie vielleicht einer Vision unterliegen, dass irgendjemand eine Idee hatte und sie in ein Spiel verwandelt hatte, ungeachtet seiner Kenntnisse der Programmierung oder ähnlichem. Denn ich habe beim Durchstöbern einiges in dieser Richtung gefunden. Einiges habe ich weggelassen, auch wenn Dinge wie Mr. President Prologue Episode sehr interessant aussieht, scheint es ein reiner Shooter und ein Ausweichspiel zu sein und ähnliches. Wenn ich allerdings Snow Clearing Driving Simulator sehe, werde ich schon neugieriger. Kurz gesagt, ich habe in meinem Warenkorb nun insgesamt 9 Spiele liegen, die mich aus eben genannten Gründen neugierig gemacht haben und die, wie man sieht, allesamt im Originalpreis unter einem Euro liegen, abzüglich einem einzigen, das jetzt unter einem Euro liegt, normalerweise bei 8 Euro, mich aber so neugierig gemacht habe, dass ich es in diese Reihe mit eingefügt habe. Ich werde diese Spiele herunterladen, wir werden sie zusammen spielen, ob wir wollen oder nicht. Und ich werde all diesen Spielen die Chance geben, sich als Spiel zu offenbaren und nicht als Kuriosum, wie man es vielleicht sehen könnte. Ich bin gespannt. Willkommen beim zunächst letzten Teil meiner Reihe von billigen Spielen. Und was wäre ein besserer Einstieg in den Ausstieg als ein Spiel über die Herstellung von Independent-Spielen? Zu denen ich die meisten Billigspiele wohl zählen muss, da ich selten ein offizielles, modernes AAA-Game für unter einem Euro gesehen habe. This game contains scenes of tobacco smoking. Remember, smoking seriously harms your health. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, darf ich das Spiel trotzdem spielen? Ich bin trotzdem okay. When you want to skip something, just press zero. It's always as far back as I can remember, I always wanted to be a developer. Minutes, hours, days, years. The time has come. Ich bin nicht sicher, ob das Spiel auch hier so laut ist und ich lauter reden muss. Ich verlasse mich mal auf meine Einstellung.
Tschüss. Ich habe die Wahl zu tun, was das Spiel sich zum Ziel gesetzt hat oder irgendwas anderes zu machen. Ja? So ist das Leben. Es ist nicht wirklich Englisch, oder? Wenn ich schon wieder lese hier, Listen Music. Apropos Listen Music, kann ich es leiser machen? Keine Chance, kein Escape. Ja, ich schaue doch mal nach der Katze. Das ist eine süße Katze. Dass sie zu lange im Karton gesessen haben. Aber da sie gerne im Karton sitzen, ist das vielleicht auch okay. Soweit ich mich erinnere, könnte ich 0 drücken, um das zu skippen, aber warum sollte ich? Ich wollte es doch mal testen. Ich selbst habe keine Katze. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Woody Allen. Warum? Warum Woody Allen? Playing with Pussy. No, not ready. Okay, jede Wahl, die ich habe, nimmt einen ganzen Tag oder einen Tag- und Nachtzyklus in Anspruch. Ich habe den ganzen Tag mit der Katze gespielt. Ich verbuche das als guten Tag, nehme ich an. Ich selbst bin eigentlich gar kein großer Katzenmensch. Ich selbst besitze 4 Vögelchen, die ich sehr mag. Und wer meine Reaktion auf Vogelerscheinungen in Spielen beobachtet hat, hätte sich das vielleicht sogar denken können. Heute kann ich mit der Katze nicht mehr spielen. Sie ist weggelaufen. Wahrscheinlich, weil ich 0 gedrückt habe und sie auf sich allein gestellt irgendwo abliegen lässt. Sie sucht sich jemanden, der sie mehr bespaßt, nehme ich an. Oh, ich freue mich auf Watch the Rain, aber ich sollte heute vielleicht wirklich mal am Spiel arbeiten. How to develop an indie game. 1. Find a common detail. 2. Click it. 3. Profit. That's an indie game. In it. Ja, die beiden haben etwas gemeinsam, die haben etwas gemeinsam, alles hat etwas gemeinsam mit dem da unten. Ich sag einfach mal okay. Development Stage 1. Klick einfach mal drauf. Also Dinge, die hier gemeinsam sind. Oder was sehe ich hier? Das hier ist das Gemeinsame, wenn ich's drehe und wende. Ich kann hier mehrmals drauf drücken. Und dann verändert sich was. Das ist exakt gleich. Die ganze Zeit nur hier unten drauf. Ich habe die ganze Zeit drauf geklickt. Ich bin Sokrates. Menschen, die intelligenter sind als ich, haben die verstanden, was ich gerade machen musste? Bin verwirrt. Aber rein optisch gefallen mir die Filmaufnahmen, die ich hier sehe. Ist es ein Traum? Ist es eine Erinnerung? Den langen Lebensweg, den ich vor mir hatte. Damals, im Winter, der Zeit der Angst. Ja, die Zeit der Angst.
ist ein sehr übersichtliches Schlafzimmer. Da sollte man seine Gedanken noch gut beisammen halten können, oder? Ich sollte mich mal kreativ betätigen, denn das Spieldesign war nicht wirklich kreativ. Ich erkenne es jetzt schon. Sie auch? Hund, Katze, Maus. Wie es bei den Montagsmalern geheißen hätte. Und man hätte richtig gelegen dabei. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass das ein östliches Spiel ist. Das ist schlechtes Eleanor Roosevelt. Ich habe das Gefühl, dass die Namen der Errungenschaften willkürlich gewählt sind und aus einer Liste von Prominenten stammen könnte. Naja, vielleicht irre ich mich. So, damit habe ich den Tag verbracht, mit dieser einen Zeichnung. Aber ich musste ja vorher noch die Wände abkratzen, damit es einigermaßen künstlerisch aussah. Wer malt heutzutage schon auf einfache Blätter? Mehr als das brauchte man in den 80er, 90ern nicht, um ein hoch angesehenes Independent-Musikvideo zu machen. Da ich eine Ahnung habe, welche Art von Musik er höre, welche Art von Musik dieser Mann hört, werde ich darauf verzichten, ihn sie noch ausdrücklich hören zu lassen. Mich interessiert aber, ob er Freunde hat. Andererseits sollte ich jeden zweiten Tag zumindest an dem Spiel arbeiten. Let's face the truth, nobody will buy your game. Don't waste time. Das stimmt. Ich klicke jetzt nur hier unten drauf, oder? So, jetzt habe ich mal dieses Ding angeschnitten. So, und jetzt klicke ich das rechte an. Jetzt das und jetzt das. Nochmal das. Und nochmal das. Und jetzt was anderes. Ich kann hier oben nichts anklicken. Und ich sehe dasselbe Zeichen hier. Und ich könnte das hier unten wahrscheinlich zusammenbauen aus irgendwelchen anderen. Ich habe auf Klo drauf geklickt. Don't try to cheat. I'm always watching you. Habe ich gecheatet? Ich habe gespammt. Ich habe den Mausbutton gespammt, in der Hoffnung, dass sich irgendwas tut. Pablo Picasso. Wäre Picasso nicht sinnvoll gewesen nach dem Zeichnen an der Wand? Also ich glaube wirklich, dass die Errungenschaften hier absolut willkürlich sind. Mir fällt gerade auf, ich hätte aus dem einen Video The Pasture wahrscheinlich hier zu einer Art, zu einem Themenkreis Kunstspiele zusammenfassen können. Wobei The Pasture genervt hat und das hier nicht. Also ist doch eigentlich alles in Ordnung. So, jetzt habe ich genug an dem Spiel gearbeitet. Ich will jetzt meine Freunde kennenlernen. Was?
ist das ein Problem? Ein produktiver Spieleentwickler wäre ein Nerd, der möglicherweise Dungeons and Dragons spielt oder ein Eurogame. Oder mit seinen Freunden einfach über Comics und Fernsehserien redet. Aber Poker steht man nicht so mit seinen Freunden als Nerd und produktiver Spieler. Ich wollte gerade sagen, hat er wirklich Freunde? Sehr einen Freund. Vielleicht ist er die Art Spieleentwickler, die im ersten Tron-Film gesehen hat. Der coole, aktiv gute Sachen macht. Und Spiele entwickelt wie Paranoid, Matrix Blaster, Vice Squad. Eine Menge Programme. Ich selbst beherrsche leider kaum Regeln von Kartenspielen. Kann insofern nicht genau sagen, ob er da gute Karten hat oder nicht. Er ist Jim Rohn. Ich muss meine Unkenntnis, meine Unwissenheit hier bekunden. Ich muss sagen, wenn ich Träume hätte wie er, würde mir tagsüber auch nichts einfallen. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Träume es meist, wenn ich mich daran erinnern konnte, wert waren, aufgeschrieben zu werden. Sodass ich hinterher noch was zu lesen hatte. Nach dem Aufwachen direkt Output von mir gab. Sehe ich das richtig, dass es wirklich jedes Mal eine andere Aufwachszene ist, dass er sich so viel Mühe gegeben hat? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das. Tut sich hier was? Kann ich hier sehen, wie viele Tage noch kommen? Arbeiten wir mal wieder am Spiel. Let's face the truth, nobody will buy your game. Ja, das rede ich mir jeden Tag ein. Don't waste your time. Er wastet, aber gewaltig sogar. Ja, hier ist es. Okay. Ich klicke einfach so schnell wie möglich drauf und das war's. Das ist entweder eine verschenkte Sache an dem Spiel oder mein Gehirn ist einfach nicht in der Lage, das Ganze zu begreifen. Gäbe es hier irgendeine Kleinigkeit, die zwar unproduktiv und monoton und ärgerlich wäre, aber doch, bei der man das Gefühl hätte, dass man irgendwas richtig machen könnte, wäre es sinnvoller. So wie die Arbeit an einem Projekt, das man zwar fertigstellen will, aber bei dem man irgendwann die Lust verliert, irgendwann die Ambition, Motivation. Bei dem Spiel, wie es hier dargestellt wird, habe ich von Anfang an die Motivation und die Ambition verloren. Okay, gucken wir mal, was für Comics es gibt in dieser Welt. Russische Comics. Moderne Comics. Keine Golden, Silver oder Bronze Age Comics. Aber vielleicht sind russische Comics weniger progressiv. Andererseits sehe ich starke Frauen, die einander die Fresse hauen. Frauenfeindlich oder frauenfreundlich heutzutage. Henry Ford. Kann ich jederzeit Null klicken? Tue ich dem Spiel damit unrecht, wenn ich das tue. Das will mich doch ein Null. Das ist Feeling. Ich werde trotzdem mal. Ich kann Null klicken.
Okay, 13 von 77 Developer Points habe ich bekommen. Ich wollte nicht das ganze Spiel überspringen, übrigens, aber jetzt habe ich es getan. Ich hatte noch so viel zu geben. Ich hätte noch mal, nein, ich hätte mit der Katze nicht, Freunde nicht, was gab's noch? Musik hören, spazieren gehen, Spiele entwickeln. Na gut, also, bevor ich jetzt auf Got It klicke. Hat das wirklich, mein Nulldrücken hat das gesamte Spiel übersprungen. Na gut. Habe ich das Spiel entwickelt oder habe ich es nicht entwickelt? Wir werden es jetzt herausfinden. Ich sage nein. Looks like you're not able to develop a game this week. At least you had a good time. Try again. Maybe some other time. Jellyfish. Ein Spiel über das Qualle-Sein. Was möglicherweise ein produktiveres Leben ist als das von Spieleerfindern und Entwicklern. Wir werden sehen. Spielen wir es einfach mal. Use left, right. Tatsächlich. Ich kann aber wirklich nur rechts und links, nicht nach oben und unten. Ist das Leben so? Das Leben einer Jungqualle. Habe ich es mir noch gedacht, ich muss Sachen einsammeln. Wie in alten Zeiten. Je mehr ich einsammle, desto höher steige ich. Okay. Das ist schön. Und jetzt bin ich weg. Wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück? Oh, das ist der nächste Level. Hier schwimme ich. Wie sinke ich? Wie kann ich sinken? Hiermit kann ich steigen. Will ich steigen? Das ist der Traum einer Qualle, so lange wie möglich an der Oberfläche zu verbringen. Okay, also je länger ich nichts tue, desto mehr sinke ich von selbst ab, weil sich die Luftblasen entfernen von mir. Musik ist ziemlich mager. Kann ich da jetzt noch rüber? Schaffe ich das noch? Tatsächlich, ich schaffe es noch. Ich fühle mich zurückversetzt in die 80er Jahre. Vielleicht auch in die späten 70er, als Spiele noch sehr, sehr einfach waren. Ich glaube, das Spielgenre, das ich am wenigsten mag, sind Plattformer und Jump-and-Run-Spiele. Und es fühlt sich an wie irgendwie beides, was ich gerade mache hier. Jetzt bin ich beinahe wieder abgesunken. Entwickeln sich da Tentakel oder so? Oben gerade? Tja, da komme ich doch nicht mehr hin, oder? Wie kann ich da hin? Gar nicht. Failed. Try again. Ja, das will ich doch gerne versuchen. Also je längere Zeit ich oben verbringe, desto besser ist es offenbar für mich. Was rein biologisch möglicherweise Sinn ergibt. Weil oben die Sonneneinstrahlung noch eine Rolle spielt und damit vielleicht Nährstoffe gebildet werden, die weit unten im Meer nicht mehr zu finden sind. Das würde zumindest erklären, warum unten im Meer weniger Fische sind als oben. Aber unten sind die cooleren. Und warum haben die unten diese riesigen Zähne? Wozu brauchen die die? Ja, das schaffe ich doch nicht mehr, oder? Wie kann ich denn rauf? Ich kann gar nicht rauf. So, da kann ich rauf. Die kann ich auch noch holen. So steige ich noch ein bisschen. Kann ich da jetzt bitte den Nährstoff haben? Ja, tatsächlich. Ich komme wieder rauf. Hurra! Ich habe Tentakel entwickelt. Was ich später nachforschen muss, ist, ob das hier einfach ein sehr, sehr billiges Reaktionsplattformspiel ist. Yellow Sponge needs to be fed.
Ist es Yellow Sponge? Ist das SpongeBob? Was ich herausfinden möchte, ist, ob das hier einfach nur ein ziemlich mieses Reaktionsspiel ist. Oder tatsächlich eine ambitionierte biologische Simulation des Lebens einer... Des Lebens eines einer Qualle. Ich möchte jetzt da drauf hüpfen. Mal machen Quallen. Hä? Spit out? Okay, ich habe da oben irgendwelche Nährstoffe genommen, die ich jetzt hier ausspucken kann. Will ich das? Wenn ja, was bringt es mir? Nährstoffe kommen zu mir. Und ich kann sie wieder ausspucken. Warum sollte ich das? Sind es überhaupt Nährstoffe? Oder was ist es? Jetzt bin ich offenbar hier richtig fest. Festgewachsen. Ich kann nicht mehr hüpfen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich hier drunter gestellt, hätte ich nicht lieber frei oben irgendwo wachsen wollen. Aber vielleicht bin ich hier geschützt. Vor Räubern. Das Zeug kommt mir direkt in den Mund geflogen. Das ist doch schön. Ich kann zwischendurch mal was ausspucken, weil es mir angeboten wurde. Ah, wenn ich... Okay, wenn ich einmal was ausgespuckt habe, dann bin ich wieder beweglich. Offenbar. Was für ein Leben! Input, 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 Input. Ab und zu spucke ich mal was aus, kann mich dann plötzlich ein bisschen bewegen. Aber was mir das bringen soll, weiß ich auch nicht. Ist es vielleicht das Leben von uns allen, das ich hier führe? Ja, die meiste Zeit nehmen wir Dinge in uns auf. Seien es Informationen, Bilder, Eindrücke. Und verankern uns an irgendeiner Stelle. Sei es die Couch, sei es ein Haus, eine Wohnung, ein Beruf. Und erst wenn wir irgendwann mal zwischendurch irgendetwas ausspucken, sind wir wieder beweglicher. Wenn wir den ganzen Dreck dieser Welt von uns geben. Oder wenn wir etwas Sinnvolles von uns geben, etwas produzieren, der Welt etwas anbieten. Ich denke gerade ein bisschen an Osmos, ein sehr schönes Mobile Game. Bei dem ich am Anfang auch nicht so richtig wusste, was ich tat, aber man hatte so das Gefühl, dass ich intuitiv alles ergab. Dass man Kräfte spürte, mit denen man spielen konnte. Funktionen sich erschlossen. Hier habe ich das nicht so direkt. Ich fresse jetzt viel mehr. Tja, jetzt hänge ich hier fest. Was ist denn, wenn ich das weit, weit, weit wegspucke? So, jetzt gehe ich mal wieder hier hin. Hat die gelbe Blume da irgendwas zu tun? Irgendwas von Yellow Sponge gesagt, aber das war doch eben erst. So, jetzt sitze ich direkt neben der gelben Blume. Und wieder spucke ich, kann mich da bewegen. Faszinierend. Ich gehe ja davon aus, dass ich hier die Lebenszyklen einer Qualle durchlebe. Aber ich fühle mich bestätigt in der Vorstellung, dass eine Qualle kein sehr spannendes Leben führt. Was dieses Spiel möglicherweise brauchen könnte, wäre ein sphärischer Ambient Soundtrack.
irgendetwas, was einen verzaubert und wo man stundenlang einfach nur da sitzen kann. Unter Alkohol oder Marihuana-Einfluss. Und dann sagt, wow, das beste Spiel ever. Ah, okay. Tatsächlich, der gelbe Schwamm. Ja, die gelbe Blume. Ich füttere sie. Ich muss die Blume füttern. Plötzlich kann ich viel mehr tun. Naja, viel mehr. Viel, viel mehr kann ich tun. Okay, ich muss boing neben dem Schwamm stehen und ihn füttern. Und jetzt schweben andere Dinge da hoch. So, jetzt kommen keine Nährstoffe mehr. Kann ich die Nährstoffe da bekommen? Wie kann ich höher springen? So kann ich kleine Hüpfer machen. Mehrmals vielleicht. Das sind doch Seepferdchen, sei mir ehrlich. Und was mache ich jetzt mit den Seepferdchen? Ah, ich kann sie auffressen. Ich habe das Ding hier gepflegt und versuche es jetzt aufzufressen. So. Fresse ich hier meine eigenen Kinder. Die Geräusche sind grauenvoll. Wer auch immer der Designer ist, hat sich möglicherweise irgendetwas Tolles dabei gedacht. Okay, ich setze mich jetzt genau daneben. Aber wie komme ich da hoch? Warum ist das alles so merkwürdig? So, hier kann ich fressen. Oh mein Gott, ich vergeude mein Leben. So, jetzt kann ich alle fressen, die rauskommen. Ah, und ich werde größer. Dadurch. Level 4, hurra! Tja, wieder sehe ich anders aus als vorher. Jetzt sehe ich fast Quallenarten. Ja, ich sehe aus wie jedes Gemüse weltweit. Doch, ich bin eine Qualle, seien wir ehrlich. So. Tja, sehr schön. So, ich kann rauf und runter und nach rechts und links. Aber mich nicht nach rechts und links bewegen, sondern nur wenden nach rechts und links. Das heißt, ja, das ist doch nett. Kann ich hier weg? Ja. Jetzt kommt Musik. Jetzt, wo ich... Eben hätte ich sie gebraucht. Wo war die Musik, als ich sie brauchte? Plötzlich kann ich mich nicht mehr bewegen. Da oben ist irgendetwas. Und da ist noch mehr. Natürlich werde ich das einsammeln. Hey. Jetzt haben wir wirklich die... Jetzt haben wir wirklich Space Invaders und Pac-Man erreicht. Hundert muss ich fressen und wahrscheinlich den Räubern entgehen. Mal gucken, ob ich, wenn ich diese Kapriolen schlage, ich dadurch vielleicht den Räubern entkommen kann. Werde ich schneller mit jedem Ding, das ich fresse? Möglicherweise. So, fast die Hälfte. Oh, ich verwandle mich. Hätte das Spiel so eine besondere Grafik hier wie Abzu oder so, dann wäre man natürlich völlig gefangen. Von daher ist es vielleicht so eine Art Demo-Version eines größeren Spiels. Vielleicht entferne ich mich zu sehr von der Stelle, wo ich fressen kann. Was war jetzt? Jetzt ist es mir entrissen worden. 50 habe ich.
Ah, ich verstehe, weil das der Strom ist, ne, dem ich... Ich kann mich nicht... Ich werde mitgerissen mit dem Strom. Das heißt, ich sollte... Okay, ich kann nicht mehr als 50 fressen, wie es scheint. Warum werde ich dann immer wieder respawnen? Hier unten kann ich mich nach links bewegen. Und dann bin ich weg. Okay, hier dieses kleine Element da. Das zeigt offenbar an, in welche Richtung ich mich bewege. Jetzt bin ich weg, werde auch nicht neu gespawnt. Da komme ich wieder. Es sind nicht mehr als 50, die ich hier fresse. Okay. Ich soll mehr als 50, ich soll 100 fressen. Aber... Aber ich kann nicht mehr als 50 fressen. Ich habe ja eben schon gedacht, ne, dass ich in dem Spiel nicht weiterkomme. War drauf und dran, es auszuschalten, aber dann kam ich in einen anderen Level. Wenn sich jetzt hier wenigstens die Zahl erhöhen würde, sodass ich das Gefühl hätte, obwohl ich ständig weggezogen werde, dass sich da mehr tut, aber nichts dergleichen. Was ist denn, wenn ich da unten gehe? Da komme ich in den nächsten Level, hätte man mir das nicht sagen können. Protect the crab, the tentacles are your weapons. Oh, die Krabbe. Lass die Krabbe in Ruhe. Ha! Da habe ich sie. Da habe ich sie beschützt. Will man mir hier weiß machen, dass in der Natur da draußen Quallen dafür da sind, Krabben zu beschützen? Warum habe ich jetzt gefailt? Ich bin gut. Ja, ich bin ja fast tot. Oh. Oh. Das ist genau die Art Spiel, die ich nie machen wollte. Und jetzt bin ich hier. Ich kann mich gar nicht bewegen so richtig. Toll, jetzt habe ich auch mal einen Treffer gelandet. Vielleicht auch nein. Ich hatte eigentlich angekündigt, dieses Spiel im Zuge meiner Billigspiele zu spielen. Das, als ich es kaufte, unter einem Euro kostete. Allerdings war dieses das Einzige, das, wenn es nicht rabattiert ist, mehr als einen Euro kostet. Und ich habe hin und her überlegt, ich will es auf jeden Fall spielen, egal wie viel es nun kostet. Und hoffe, dass es auch nur ansatzweise die Spannung und den Grusel hervorruft, den die Musik verheißt im Moment. After getting fired from your job, you decided to open a private investigation agency. As your first case, you landed the case of Professor Martell. He went missing after his journey to South America. Few days ago, his daughter received a letter from him, together with his journal. Skip and play? No, next.
Dear Jill, during my journey I have discovered a very interesting part of the jungle. Locals calls it entrance to the underworld. This has some intriguing weather anomalies, like fire rain or cold ice dropping from the sky in the middle of the day. Das sind keine weather anomalies, oder? Wenn Feuer regnet. Kein Meteorologe würde sagen, oh, interessantes Wetter. I am also perplexed by local legend of Chupacabra. I find it fascinating. Ich behaupte jetzt schon, dass dieses Spiel ein osteuropäisches ist. Denn es fehlen die Artikel. Und das ist typisch. Perplexed by local legend. Und locals calls it entrance to the underworld. Da fehlen Artikel. Investigating with the locals, I have unraveled all the clues to bait the monster. I'm going to try to capture it. However, it seems a most dangerous task. It seems a most dangerous task I have ever undertaken. So in case something happens to me, I sent you this journal. Keep it safe, and hopefully I will see you soon. You are only person I can trust, your beloved father. Jetzt habe ich einen Artikel selber rausgelassen. Ich bin gemein, ich weiß. You see double opportunity here. Not only saving the lost professor, but also capturing the famous Monta. Monta would bring you a lot cash, which you desperately need. Not waiting any further, the very next day you travel to his last known whereabouts. After a few days of traveling deep in the jungle, your guides rob and abandon you. Ach so, ich dachte mal, er heißt Rob, aber nein. Your guides rob and abandon you. Fortunately, they do not harm you and take only things that they consider valuable. Journal is still in your hands. So, HUD, Inventory, Character Stats, Pickup, Sleep. Warum sind da so viel? Sleep und Rest N, das muss ich mir merken. Für Night vielleicht. Basic Crafting. Oh Gott, nein, ich will nichts craften. Ich wollte ein nettes, kleines Spiel wollen. Right Mouse Button, Consume. Okay, Tab I, F und N muss ich mir vielleicht merken. Na gut, schauen wir mal. Ja, das ist ja schön übersichtlich. Harvest Resources, Notification Tab. Okay, gut, hier kann ich sehen, ob ich hungrig oder erschöpft bin, vergiftet oder was weiß ich. Wir starten einfach mal. Wenn es mir zu kompliziert ist, werde ich sofort abbrechen. Schön ist, dass diese Art Musik etwas ist, was früher als... Was heute typisch ist für Computerspiele und ähnliches und auch durchaus als reine Musik öfter mal auf YouTube auftaucht. Früher wäre das Industrial Ambient gewesen. In den guten alten Zeiten, als man sich noch wunderte über Dinge. Wie langsam gehe ich hier bitte? Und was ist das, um Gottes Willen? Ja, das ist wohl der Chupacabra. Ja, das war spannend. Ich habe ihn entdeckt. Kann ich laufen? Ja. Ja. Ich habe das Geheimnis gelöst und gelüftet. Was passiert, wenn ich ihm entgegenlaufe? Hey, Chupi. Habe ich Inventar? Ich habe kein Inventar. Ich will nicht, dass er verloren geht. Und da ist ein Tier. Das Ding ist immer noch da. Ein Auto. Weg ist er. Kann ich hüpfen? Ja, ich kann hüpfen. Okay, gefährliche Tiere hier. Offenbar. Und man kann die Pflanzen nicht
nicht alle nicht gehen. Ich gehe mal auf das Knurren zu. Oh, ein Krokodil. Hey, Croc. Crocodile. Das Geräusch ist schön. Ja, du wirst mir nichts tun, oder? Wenn ich C drücke, kann ich irgendwas sehen. Ah ja, wie erschöpft ich bin. Oh, das hat mich angespuckt. Na gut, dann laufe ich lieber mal weg. Nehme ich die Beine in die Hand. Eine Menge gefährlicher Tiere, die hier sind. Und was sind diese Sachen, die ich hier mit Röntgenblick sehe? Bäume. Die ich hacken kann. Ist das eine Schlange? Irgendwo? Da ist offenbar was zu essen. Das kann ich aufheben. Also nicht mit der linken Maustaste. Der rechten Maustaste. Doppelklick. Eine Riesenspinne. Das war's. Tja. Das war nicht gerade ein Erfolg. Warum konnte ich das nicht aufheben? Der Urwald hier ist interessant. Und da ist dieses Ding wieder. Hallo, Chupi. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Sack mit Equipment, den ich nehmen konnte. Wäre jetzt ja nicht schlecht, eine Waffe zu haben oder so. So. Ja, da läuft er. Ich habe natürlich wieder nicht aufgepasst. Hier schwebt ein Pfeil. Da ist Blut am Boden. Und hier ist irgendwas. Doppelklick. HUD. Lass mal kurz gucken. Tutorials. Basic. Wie kann ich was aufheben? Das Tutorial sagt es mir nicht. Ich kann nicht weg. Ich kann nur okay sagen. Crafting. Basic Crafting. Back. Machen wir mal weiter. Wenn ich nichts aufheben kann, ist das natürlich schlecht. Ich kann hüpfen. I für Inventory. Consumable Goods. Tja, ich laufe dem Ding einfach nochmal nach. Da ist doch das Krokodil. Das sind zwei dieser Chupacabras. Bleib stehen! Sleep rest. Ich will nicht resten, sleepen. Weg ist er. Ach, die Spinne wieder. Widerlich. Ein Mensch. Helfen Sie mir. Junge. Das ist aber abenteuerlich. Ich glaube, das ist zu gefährlich hier.